Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu City Skylines. So, und eine neue Mod. Mal schauen, ob das vernünftig hinhaut. Und zwar geht's um Züge. So, wir haben interessanterweise nur einen. Ich dachte, ich hätte zwei genommen. Okay, wir tauschen das alle mal aus gegen die neuen, weil die mehr als doppelt so viel Passagiere transportieren können. Und das sind sie auch schon. Und selbst die sind gleich mal voll. Aber das könnte vielleicht dann den Zugverkehr ein bisschen reduzieren. Und die fahren sich hier gegenseitig rein. Toll. Das ist ja schon mal ganz großartig, weil die offensichtlich zu lang sind oder so. Und sie zeigen auch keine Farbe wirklich, oder? Oder ist das Blaue hier auf der Seite die Farbe? Maybe. Oh ja, das ist es. Der ist grün. Und fast leer. So, und jetzt haben wir ein bisschen einen Stau hier wieder mal. Mal schauen, der schaut länger aus. Was schlecht ist. Ja, die sind definitiv zu lang. Okay, egal, mit der Lok geht sich's so gerade aus eigentlich, aber okay. Junge, Junge, Junge. Gibt es sonst noch irgendwas Neues hier in dem Bereich vielleicht? Nein. Apparently not. Oh, Junge, Junge, hier staut es auch wieder gewaltig. Können wir die blauen Busse ersetzen? Vielleicht? Diese dunkelblaue Linie. Okay, das sind wohl wirklich die hier. Die haben 30 mal. Nehmen wir mal einen Doppeldeckerbus statt denen. Die sollten uns dann irgendwann irgendwo auftauchen. Okay, das ist nur für Biotreibstoffbusse. Also werden die vermutlich von irgendwo anders kommen? Hier haben auch massiven Stau. Wie wäre es, wenn das Polizeiauto hier rüberfahren würde und sich einfach dick scheißt um die Abbiegespur? Hm? War halt ganz hilfreich, glaube ich. Okay, das dürfte wohl wirklich helfen. Also die eine Seite der Station ist so gut wie leer. Wir haben dennoch. Also irgendwas muss man hier mal machen. Und vielleicht auch mal schauen nach einer Mod für breitere Tracks irgendwie. Also breitere Schienen. Alter, hier ist auch unglaublich, wie viele Leute hier warten. Und durch die ganzen Staus macht das macht's natürlich nicht besser. Oh Mann, wieder wahnsinnig laut draußen. Okay, jetzt steht hier alles. Warum sind hier auch so viele Güterzüge? Weil der hierher fahren will, Mann. Okay, wir könnten versuchen, ein bisschen nachzuhelfen, indem wir diese Schienen hier zum Beispiel hier hinlegen. Und dann hier anschließen. Das könnte hilfreich sein. Du stehst hier im Weg, Kollege. Da behindern sich die hier nämlich nicht mehr gegenseitig.
Ah, hier drunter sollte eigentlich einer fahren können. Mal sehen was. Ist auch schon eng da. Wir brauchen dringend breitere oder ja, mehrspurigere Schienennetzwerke. Dringend. Alter, der kommt voll und geht voll. Der kommt voll. Fast alle steigen aus. Alter. Gut, das bedeutet auch, die Züge bringen jetzt deutlich mehr Leute hierher. Das ist natürlich auch nicht zu vergessen. Wo gehen eigentlich die Buslinien hier hin? Die gehen beide hier weg. Was ist, wenn wir noch eine machen? Die... Okay, das geht aber nur hier hin. Und hier ist er schon bereits. Buslinie, okay, das macht keinen Sinn. Ich dachte, man könnte hier noch eine Buslinie hermachen, damit noch mehr Leute vielleicht von hier wegkommen. Das ist die Frage, wo wollen die denn hin? Alter, es laggt hier schon so extrem. Die Performance ist schon so schlecht. Boah, 3000 Fußgänger, Alter. Nicht normal. Ja, und die gehen alle zum Bus, scheinbar, weil hier sind es noch 3000 und hier sind es mehr 250, 260. Aber die meisten wollen halt hier rüber irgendwo. Biotreibstoff Gelenkbus. Ah ja, da kommen schon die Doppeldeckerbusse, die gut genutzt werden. Ah, wir haben nach wie vor einen Stau hier auf die Schienen, leider. Das hat sich noch nicht wirklich verbessert. Fahrt sie irgendwann noch einmal los? Ich denke mal, das heißt nein. Ich denke mal, wir stecken hier jetzt fest. Keiner mehr irgendwo hin kann. Ja, jetzt ist der Zug despawned, jetzt können die zumindest mal wieder weiterfahren. Oh Mann. Da ist definitiv noch Verbesserungspotenzial. Ja, das ist auch nur eine Einbahn zum Glück. Kommt aber auch keiner. Schauen wir hier aus. Viel Verkehr. Wobei, so viel ist es gar nicht. Hält sich in Grenzen. Ja, so wie die Züge gefällt man halt jetzt so gar nicht gerade. Na, fahr halt los, Mann. Beweg dich. So, es löst sich zumindest einmal langsam der Stau hier auf. Hoffentlich. Jetzt haben wir die Staus auf den Straßen halbwegs im Griff. Jetzt geht's auf den Schienen los. Sind das die neuen Züge? Brauchen die so viel Leistung? Es wirkt irgendwie so, weil hier, wenn man da nah dran ist, dann laggt es extrem. Aber wenn man da weiter rausgeht, dann geht's eigentlich wieder halbwegs. Wow, keiner braucht mal die Parkplätze hier. Sehr großartig. Na schön, wenn das so ist. Wir mal den hier und den hier entfernen und stattdessen die hier hin machen. Das Ganze hier ist sowieso Touristengebiet. Kommen eben mehr Hotels hin. Die Hotels aus dem Boden gestampft.
doch, das passt. Hat ein bisschen kleiner ausgeschaut. Ja, ist auch ganz gut dabei. Ja. Mal schauen, ob wir da im nächsten Part was machen können. Ich denke mal, da findet sich hoffentlich was. Wobei, Züge, da gibt es gar nicht so viel Zeug, muss ich sagen, ist mir aufgefallen. Den können wir jetzt nicht wirklich viel machen. Hier könnte man... Ah, hier brauchen wir keinen Flughafen, wir haben ja schon da einen Flughafen. Landet da auch einer? Oder wo willst du hin? Hebt ab. Alles klar. Wie du meinst, you do you, I guess. Hebt ab. Für mich ist es, schaut das eher nach Landung aus, aber okay. Wie du meinst. Ganz wie du meinst. Ah, mal schauen, ob es vielleicht auch andere Flugzeuge gibt. Also ich meine, unser Transportation Hub hier hat auf jeden Fall noch Kapazitäten. Aber gut, hier ist halt die Monorail angebunden, die halt hier lang fährt bis darüber. Wir haben hier keinen Bus. Das würde auch nicht wirklich was bringen, mit einem Bus dann hier irgendwo die Leute hinzubringen. Wobei, ich frage mich, würde es Sinn machen, sowas auf die Art wie Fernbusse zu bauen? Mal schauen. Nehmen wir sicher mal hier unsere zwei Stationen. Und sagen Bus. Der fährt einmal. Ich will den nur ungern auf der... Okay, das ist hier eine Schiene hier, Straßenbahnschiene. Dann lassen wir den hier mal Station machen. Aber es fahren trotzdem auch andere hier. Ich möchte halt ungern hier die Spuren blockieren an der Bushaltestelle. Und dann... Wir könnten ihn hier hinfahren lassen irgendwo. Ja, da könnte er hier Station machen. Dann vielleicht wieder auf die Autobahn fahren. Hier Station machen. Dann machen wir hier eine hin. Und lassen ihn hier wieder zurück. Auch wenn es da leider ein bisschen viel staut. Wobei, er kann hier die Abkürzung nehmen. Ist nicht so viel Verkehr. Wir können ruhig hier eine Station machen. Und dann lassen wir hier auch nochmal stehen. Warum geht das nicht? Gut, dann eben hier. Und zurück. Und wollen nochmal sehen, was passiert. Nur 7 Haltestellen, aber naja. Das wird ein langer Gelenkbus. Die Farbe machen wir auf rosa. Gibt es glaube ich hier noch nicht. Doch, gibt es schon. Da haben wir auch die gleiche Farbe doppelt. Haben wir die mehr Pastellfarben und den hier ein bisschen mehr gesättigt. Komm her, da gibt die Scheißfarbe her. Haben wir die auch mehr Pastellfarben. Wir wollen noch mal sehen, was so passiert. Ob sich das lohnt oder nicht. Ob es nur die Spuren... Hä? Warum waren da so viele
unhappy people. Bürogebäude auch, ja, warum nicht? Haben die Leute was zum Hacken? Die Performance wird es halt wirklich schon langsam richtig übel. Also, wird jedes Mal schlechter schon. So passt's. Ah. Oh. Das geht auch noch. Mhm, Abwasserklärung lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Aber wir können hier noch ein paar hinbauen. Oder? Yes. Schön. Sind hier schon die Busse angekommen? Nein. Wo bleiben die denn? Mir gerade schon 32 Fahrzeuge. Sag einmal, haben sie sich komplett ins Hirn geschissen eigentlich? Nee. 15, höchstens. Alter Junge, 32 Busse. Die haben sie ja nicht mehr alle. Der Verkehr läuft hier auf jeden Fall noch. Das haut alles hin. Ich würde es auch cool finden, wenn es wieder sowas gäbe wie mittleres Gebiet, so, ja, so mittelmäßig dicht besiedelt. Sowas gab es ja früher normal auch. Weil nicht jedes Mal muss man Dateien in Einfamilienhaus und Wolkenkratzer, sondern eben. Was glaube ich eh auch kommen soll im zweiten Teil, so eine Art Reihenhaus. Können wir hier durchbauen? Wir können. People. beziehungsweise sollen wir mal Anarchie ausschalten. Machen wir hier noch einen Park hin. Oh. Und wir müssen hier natürlich noch unseren Bezirk vergrößern, damit die Leute ja gute Gebäude hierher bauen. Das betrifft aber auch nur Wohngebäude und nicht die hier. Das könnte man bei denen anpassen. Oh, auf lokale Herstellung könnte man achten.
produziert 50% der verkauften Güter lokal. Frachtverkehr im Gebiet verringert, erhöhter Stromverbrauch, verringerte Müllproduktion. Ja, dann machen wir das hier gleich mit rein. Schauen wir mal, was sie daraus machen. Wir dürfen gespannt sein. Wann haben die Busse vor, hier aufzukreuzen? Kommen die noch dieses Jahrtausend oder? Wo zum Henker bleiben die? Das ist ein Abbiegespiel, das muss man mal so einen Zickzack rüber machen. Zum Glück warten da noch keine Leute. Wo bleiben die Busse? Ihr wollt mich jetzt doch komplett verarschen. Ich stehe nicht zufällig hier im Stau. Nein. Da sind sie. Da stehen sie im Stau. Na, großartig. Also, immerhin sind sie da. Das ist ja schon mal etwas. Da stehen gleich mal drei, vier. Vier Busse sind schon mal da. Na, Gott sei Dank. Wow. Bussi. So was sollten wir vielleicht auch hier machen. Hm? Machen wir hier einen Bezirk für regional lokal hergestellte Waren, weil das einfach den Transportaufwand verringert. Das ist doch was Gutes. Dann haben wir weniger Verkehr. Verringert eben den Industrieverkehr um 50%. Das lohnt sich. Oder hoffentlich lohnt es sich. Alter, das sind immer noch so viele Leute. Jetzt haben die Züge fast dreimal so viel Kapazität und sie sind immer, werden immer noch voll teilweise. Wer bist du? Ah, das ist die andere rosane Linie. Junge, Junge, Junge. Gut, die Ampel hier brauchen wir, by the way. Nicht. So. Haben die hier Vorrang, danke. Aber Freunde, das war es wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!